Aber es kommt schon da, wo wir sind, vorbeigeflogen, oder? Gut. Also ich glaube, es war so. Na, mal gucken. Ich glaube nicht, dass es was wird. Vor allem, wenn Nee, wir es nee, beim glaube ich auch ersten Mal nicht. geschafft haben. Durch pures Luck. Ich gucke zumindest mal, ob ich was finde noch. Human Ich folge Nikki. dem Weg. White Desert. Ich muss auch noch gucken, ob es noch Da irgendwas anderes hier gibt. Ich fahre durch die weiße Wüste. Ich fahre immer weiter. Vielleicht Du kommt was fährst immer weiter. vorbeigeflogen. Zum Beispiel eine Leiter. Tschu. Das ist auch interessant, wenn man es Musik nennen kann. Also das Ding, was hier vorbeifliegt, dieses Takofusen. Okay. Ja, aber das ist halt eine 1 zu 3600 Chance, dass es getriggert wird. Krass. Ah nee, aber das wird jede halbe Sekunde wird das getriggert. Ach so, na, das ist ja besser. Ja, also. Warte, das wäre dann ja. Erstmal rechnet. 1800 Sekunden chancenmäßig, dass es getriggert wird. Und 1800 Sekunden durch 60 sind 30 Minuten. Also. Also theoretisch, wenn du Glück hast und 30 Minuten hier lang fährst, könnte es geschehen. Könnte es tatsächlich geschehen, ja. Fliegt es schnell vorbei oder langsam? Das geht schon relativ schnell vorbei, aber du siehst es eigentlich. Das müsste eigentlich. Ja, ich weiß es auch nicht. Also, ich würde jetzt nicht allzu lange danach suchen. Ich gucke gerade mal nur, ob ich noch irgendwas finde. Ich glaube, an sich haben wir alles entdeckt von der weißen Wüste. Also man kann auch vielleicht ein bisschen hier rumlaufen, aber ich würde jetzt nicht darauf warten und hoffen, dass es getriggert wird. Das Problem ist halt immer nur, dass es halt super anstrengend ist, die weiße Wüste zu erreichen. Ja. Das stimmt, du musst ja jedes Mal dieses Schalmädchen finden, Ja, dreimal. das ist super anstrengend. Gut, man könnte zumindest als Theorie sagen, Monoe und Monoko sind Freunde von Madotsuki gewesen, vielleicht auch nicht. Und eine ist halt in diesem Autounfall gestorben, deswegen ist sie traumatisiert davon. Weiß ich nicht. Das Ding ist, dass der Typ, der da lag, halt ein Kerl war, ne? Also es sah zumindest sehr kerlich Könnte er der aus. Vater sein oder der wurde überfahren bei dem Autounfall und sie sind dabei aber auch gestorben. Das kann auch sein. Dass sie zusammen im Auto saßen, vielleicht. Ja, genau. Und dann ist die abgetrennten Köpfe, keine Ahnung, es ist vielleicht ein bisschen beim Autounfall passiert. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir können es dann noch 2 Minuten versuchen, aber ist halt wirklich super unwahrscheinlich. Also du kannst entweder super viel Glück haben oder auch super viel Pech. Und ich vermute mal, wir werden Pech haben und nicht dieses Glück haben, dass dieses Ding vorbeifliegt. Ich meine, wir hatten ja mit den anderen Sachen echt Glück, also. Wir hatten es halt beim Original Let's Play halt auch schon gesehen. Das Ja. finde ich halt interessant. Ja, man kann auch stehen bleiben. Das geht natürlich auch. Ich muss mich manchmal strecken. Alles gut. Die Stühle sind so unbequem. Die sind super unbequem, aber wir müssen Was ist halt das denn? nehmen. Das kenne ich gar nicht. Ist anscheinend auch nichts da drinne. Cool. Obwohl ich auch dachte, es könnte irgendwas noch sein. Vielleicht muss man auch noch den Typen umbringen, kann dann da rein. Wenn wir den Typen finden, können wir ihn mal kurz umbringen. Da ist auch schon. Der Geile. Der Tut schon einfach geile. da oben. Ja. Man kann es ja probieren. Bicycle. Mal, ob das Ding jetzt hier getriggert reinkommt oder nicht, ist halt. Naja. Nö. Nö. Warten noch 30 Sekunden. Na, wie gesagt, jede halbe Sekunde soll es getriggert sein. Das ist halt schon. Oh, vorbeifliegendes Ding, wir beschwören dich. Gelockt mögest du sein mit Schwarztee und Xenoblade Chronicles. Du willst Xenoblade Chronicles Let's Komm, Playen? jeder liebt Xenoblade Wenn du jetzt Chronicles. in diesen 20 Sekunden vorbeikommst, dann Let's Play Teddy Xenoblade Chronicles sofort. Bitte nicht. Ist schon sehr unwahrscheinlich. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, lass mich nicht hängen, 3, 2, 1. Oh Gott, Ja, gut. leider nicht. Schade, jetzt gibt's kein Xenoblade Chronicles Let's Play for you. Okay, jetzt komme ich vorbei. Wahrscheinlich.
Ich gebe dir noch 5 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Enttäuschend, Jedda. Adieu. Jetzt wäre ich gekommen. Wahrscheinlich. Okay, die Frage ist jetzt, wo gehen wir jetzt hin? Wir haben jetzt so gut wie alle Orte, glaube ich, einmal gesehen. In der Dunkeldings waren wir noch nicht. Ich weiß nicht, ob da noch was ist. War das die Dunkelwelt? Keine Ahnung. Du bist der Meister des Spiels. Ja, jetzt ist schon länger her. Okay, Lampe können wir jetzt zumindest mal zeigen. Mhm. Ich dachte, durch die Messerwelt kamen wir doch in die Wüste, oder? Ja. Ja. Ja, doch, kann sein. Wenn überhaupt, würde ich vielleicht nochmal in die Fahrradwelt schauen. Dann noch einen Ausgang? Da war so. Wir sind da zumindest sofort rausgegangen, weil wir haben das Fahrrad halt hatten. Haben wir in der Vergewaltigungswelt, der Numberswelt, den zweiten Ausgang schon gefunden? Nee, weil ich nicht weiß, ob es da einen Ausgang gibt. Achso. Ah ja, man sieht zumindest, die Dark World ist zumindest ein bisschen hübscher, weil man jetzt, naja, alles sehen kann da oder so. Da war aber auch wieder eine Hand zu sehen. Ja, Hände sind halt sehr beliebt. Ach nee, du, dich kennen wir ja schon. Was man mal zeigen kann. Ich die Katze aktiviere. Erkennt man die Augen noch? NPCs fühlen sich zugetan. Gut, aber Katzen sind ja generell super beliebt in Japan. Ich würde jetzt hier trotzdem mal kurz rausgehen und nochmal. Ich würde nochmal in die Fahrradwelt gehen. Mhm. Vielleicht finden wir da nochmal was. Oh, Fahrrad war was. War das das hier? Ich bin ganz ehrlich, ich bin sehr unsicher. Keine Ahnung. Das ist die Kerzenwelt. Das Problem ist, überall sind sicher noch irgendwelche Welten. Hölle müssen wir definitiv auch noch mal besuchen. Ich glaube, da gibt es auch noch mal ein paar Sachen. Das war jetzt aber auch nicht, das war nicht Fahrrad, oder? Ich dachte, das war oben. Doch, das war. Ach doch. Gucken wir uns hier noch mal um. Das ist auch seltsam. Wie ah, das Damenklo. Embryo. Also sie geht gerne auf beide Klos, also Männer und Frauen, das ist ihr wirklich egal, also... Ganz ehrlich, wenn ich im Traum aufs Klo muss, würde ich auch egal wohin gehen. Ich hasse das, hallo, ich träume ja ganz oft, dass ich auf Toilette muss und ich gehe dann wirklich pullern, aber ich habe mir noch nie eingepisst. Und jedes Mal, wenn ich aufwache und mich erinnere, habe ich richtig Angst, dass ich irgendwann mal einpisse. Das glaube ich, das klingt auch irgendwie sehr stressig. Also hier muss auch noch irgendwo ein Ausgang sein. Ich muss auch sagen, ich weiß auch gerade nicht, welche Events fehlen. Ich weiß, dass Hexe fehlt. Dämonenfick, glaube ich, noch. Aber mir fehlen die beiden anderen. Muss ich sagen. Also mir fehlen noch die anderen zwei Events. Ich weiß gar nicht, welche das waren. Welche hast du jetzt gesagt? Dämon und? Dämon und Hexe. Ja, das sind auch die beiden, die ich noch kenne. Ah ja, nee, warte. Und Triangle Handkerchief. Das weiß ich auch noch, aber ich weiß nicht, was das letzte war. Ich weiß auch noch, dass wir zur anderen NES-Welt noch müssen, aber da weiß ich jetzt auch gerade gar nicht, wie wir die erreichen. Hand. Und Gesicht. Mit Hut. Denkst du, hier gibt es noch einen Ausgang? Ich glaube ja. Ich kann immer nachgucken gleich, also du kannst auch gleich selbst noch mal ein bisschen rumlaufen. Ich gucke noch mal kurz nach, ob es hier einen Ausgang gibt. Aber das ist jetzt, glaube ich, die Graffiti-World. Mal schauen, wir haben halt auch nicht mehr so viel Zeit. Nee, wir müssen gleich, also zumindest in 20 Minuten müssen wir aufhören. Hm, ich pappe mich noch ein Date. Ja, sie geht nämlich gerne fremd, das ja, ist ja so ein Ding. Immer. Graffiti World. Hast du einfach gehustet? Ja, tut mir leid, okay. Ist schon sehr interessant alles. Ah, zum Mall kommt man hier anscheinend. Aha. Gut, da wollen wir aber gar nicht hin, oder? Nee, grundsätzlich. Aber da könnte nicht. Man seine Effekte ändern im Notfall. Stimmt, wir wollten ja sowieso mal zum Mall, um da mal kurz was umzuändern. Wenn ich aber nichts finde, gehe ich da nicht hin. Oh, ich hab's gefunden. Sehr gut. Bing! Ja, das war irgendwie unten, oder? Ja, ja, unten war das. Wir müssen ja sowieso nochmal zum Mall irgendwann. Ja, genau. Das war jetzt ein bisschen doof, aber.
Ich wollte sowieso nochmal gar hin, weil wir können mal den Katzeneffekt mal ausprobieren. Hello. Hello. Okay, was ich mal ausprobieren wollte, war erstmal Katze. Weil ich dachte, der reagiert komisch auf die Katze. Genau. Hm, er hasst Katzen. Der ist richtig verärgert. Finde ich gut. So. Genau, und jetzt können wir mal das Theme hoffentlich ändern. Okay, das kennen wir ja schon. Hast du nicht? Doch, jetzt haben wir das hier auch noch. Das ist schön. Das kennen wir. Das ist scheiße. Das ist eklig. Nee. Nee. Ich möchte das andere, das heller. Ich weiß schon, aber ich probiere das zu triggern. Ja. Das ist schön. Vielleicht kann man auch gar nicht Themes kaufen. Das sind wirklich nur die drei Themes. Ich dachte mal, man kann Themes kaufen. Hm. Aber vielleicht verwechsel ich es auch mit Yumetuki. Das kann auch sein. Gut, hier wollen wir ja nicht sein. Jetzt ist halt die Frage, wo gehen wir hin? Suche ich gerade. Wo ist denn mein iPhone hier? Boah, die Schrift ist nicht sehr schön. Oh, wo waren wir nicht wirklich gründlich? Das ist eine gute Frage. Was mit den oberen Welten? Oh, die beiden kann ich ausschließen. Ich überlege. Neonwelt könnte ich mir vorstellen, ist noch was. Was war das hier? Hm. Legs? Ja. Block? Nee. Achso. Shield World. Ich glaube, hier sind wir sofort weggegangen, oder? Kann das sein, nachdem ich die Katze gefunden habe? Das kann sein. Ja, dann gehen wir hier mal ein bisschen gucken. Ich bin ein Affe und Lazlo war mein Name. Ja. L-A-Z-L-O. L-A-Z-L-O. Ich habe immer Zettel-O verstanden. Hm. Deswegen, ich dachte mir so, oh mein Gott, sie sagen Zettel-O. L-A-Z-L-O. Ja, hier, das ist gut. Und Lazlo war sein Epilepsy. Name. Das haben sie halt wirklich gesungen im Englischen. Musst du das machen? Ich muss gerade nach einem Weg suchen. Achso, das ist ja auch geil. Epilepsy, let's fucking go. Das ist immer sehr spaßig. Das sind so immer die besten Rätsel in Yumeniki-Spielen. Ich glaube, ich bin hier allgemein ein bisschen falsch. Ich glaube, hier kommt man schon irgendwo hoch, genau. Das ist ein tolles Rätsel, oder? Mhm. Macht richtig Bock zuzuschauen. Wirklich? Das glaube ich ja. Dir. Ich glaube auch, dass es richtig mega spaßig ist. Das ist richtig geil. Ah ja. Geschafft. Jetzt sind wir bei der Mava, ist super geil. Mava World. Sieht voll aus wie Mother. Gut, ich glaube, hier gibt es den Dämonen. Den Dämoneneffekt. Bei ihm hier? Nee, irgendwo. Es sieht sehr aus wie Mother. Also wer Earthbound Beginnings gespielt hat, der wird schon sagen, das sieht schon echt so aus. Ist er das? Nee, leider nicht. Das ist ein Geist. Schön. Hallo, ich bin ein Geistschleim. Ein Schneckengeist. Hier können wir richtig sein. Ich hätte euch umgebracht. Hallo. Oni. Cool, dass sich das angepasst hat. Ich muss gerade gucken, wo Oni ist hier unten. Unten, ja. Genau, mit Oni können wir nichts. Warte. Ich glaube, wir müssen zuerst Umbrella benutzen. Und jetzt können wir Oni. Okay, was hat das denn damit zu tun? Ach so. Gewitter. Okay, braucht man das? Nee, ich glaube nicht. Das ist echt relativ unnötig. Aber ist halt ganz nett. Man kann halt so kleine Spielchen damit machen. Ich meine, dass das Get Fett heißt. Ja, Get Fett, Mann. Was lernen wir daraus? Fett sein ist gut. Ich bin aber sicher, dass es mit Schwangerschaft zusammenhängt. Also das kann gut sein. Ja, ja. Cool. Ding. Nimm mein Geld. Genau. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier noch was weiteres gab. Ich kann mir vorstellen, dass man hier noch irgendwo anders hinkam. Müssen wir halt gleich nochmal kurz ausprobieren. Das Problem ist, die Zeit wird langsam ein bisschen knapp. Ich muss halt langsam gehen. Ich habe noch ein bisschen mehr Zeit. Also es ist jetzt ja, so, dass schon, ich direkt aber loslegen muss um 2. Ich glaube, es gibt noch einen Ausgang hier. Also so einen weiteren Weg. Bei der Earthbound Welt muss man noch ein bisschen weiter gehen.
Ah. Oh ja, die links. Hi. Muss man die töten? Ich glaube nicht. Stirb! Wow. Geld! Sterbt! Mhm. Ich muss es aber ehrlich gesagt, weiß ich gerade auch nicht. Okay, wir haben jetzt Dämonen. Wie kamen wir zum Scheiß... Ah, scheiß Handtuch fehlt noch. Oh, das ist auch noch... Das ist das Ätzendste. Da müssen wir irgendwie diese scheiß Wüste zurück, in diese normale, langweilige Wüste. Also da gibt es irgendwo so eine riesige Fläche, wo man alles erkunden kann. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ob das bei der normalen Wüste war oder ob das eine zweite Wüste war. Hm. Keine Ahnung. Das ich habe mich aber überall umgeguckt. Ich weiß ja nur nicht, ob jetzt die Earthbound-Welt hier auch noch irgendwas hat. Also irgendwas Bestimmtes. Dü-dü. Geht's da drüben weiter? Da oben oder hier links? Links, okay. Achso, und dann links, 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 weil da sind wir nicht lang gegangen. Das kann gut sein. Hier ist auf jeden Fall eine Tür. Oder kamen wir von da? Das kann gut sein, dass wir da von da auch kamen. Hm? Okay, hier waren wir noch nicht, aber... Cool. Spielen. Ist wie so ein Spielplatz. Hm. Ah, ich glaube, das ist, könnte gut sein. Weil ich eigentlich auch sowas erwarte, aber ich finde es auch schön, dass wir hier nichts machen können. Ja. Weil ganz ehrlich, ich kenne den Raum hier sogar gar nicht. Der sagt mir zumindest gerade nichts. Schön. Aber eigentlich nach sowas suche ich. Ich suche nach irgendwie nach einem Ausgang. Dü, 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 dü. Bam, bam, bam. Bei Yumetuki könnte es sein, dass wir richtig Pech haben und auf Japanisch spielen. Hm. Also, dass es keine englische Übersetzung zu der neuesten Version gibt. Und dann haben wir hier alles auf Japanisch. Kann man hier das nach heißt, links gehen? Das sind wir, glaube ich, auch noch nicht. Ja, würde ich das auch ausprobieren. Schlaf. Türen. Hm. Ha. Ah, was für eine schöne Welt. Dü, 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 dü. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Ja, das ist halt, das ist immer sehr spaßig. Nee. Du kannst ja auch mal kurz gucken und ich guck mal kurz nach, ob es noch irgendwas gibt hier. Ich mach das. So. Ich meine, während ich mal gucke, ist sie schon fertig. Immer dran denken, sie ist immer fertig. Famicom World Yumenegi. Genau, Famicom World A. Famicom ist übrigens der japanische Name des NES. Hm. Okay, interessant. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ah, scheiße. Das war der Anfangsraum, wusste ich gar nicht mehr. It's a deeper location, this part in the bla bla bla. Ba, ba, ba. Ah, ach, dafür ist... Okay, okay, Ja? Ich guck gerade. Isolated. Wir müssen... So wie es In der Welt hier? Nee, weil ich überlege gerade. Denswoods Frog Path. Nee, ich glaube, hier sind wir echt egal. Ich glaube, wir... Ich bin gerade echt verwirrt, warte. Mhm. Ich schau mich einfach ein bisschen. Ja, schau dich mal oben. Ich weiß aber auch nie, wo wir waren. Das ist immer gut. Ah. Okay, okay. Dann mal hier runter. Hier ist der Uni-Shit. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Ich glaube, ich war fast überall. Dum, 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 dum. Wohl, war ich hier schon? Ja. Ja. Da, 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 da. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich weiß gerade nicht. Das ist immer gut? Nee, nee, Also wir sind hier fertig, so wie ich es verstanden habe. Hier gibt es nichts mehr. Okay. Aber es gibt noch irgendwie... Würdest du noch weiterspielen oder wollen wir jetzt aufhören? Ich würde erstmal aufhören. Genau, dann kannst du auch einfach aufwachen, oder? Das war's versehen.
Ja. Okay. Und ich gucke da noch mal kurz nach, weil hat mit dem Wald zu tun. Also, es gibt einen anderen Weg noch zu einer Famicom-World und da müssen wir noch mal hin. Mhm. Genau. War das gerade die Famicom-Welt? Das war auch die Famicom-Welt. Es gibt zwei Famicom-Worlds, glaube ich, oder drei. Einmal haben wir sie ja schon gesehen bei diesen Nadeln. Und einmal haben wir sie gesehen bei jetzt halt gerade eben. Mhm. Da gibt es noch eine dritte Famicom-World und bei der müssen wir auch noch mal hin. Ach so. Genau. Naja, gut. Dann danke fürs Zuschauen und ich glaube, die nächste Aufnahme-Session könnte vielleicht sogar schon die letzte sein. Mal schauen, mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Bis dann.